Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf unserem Buildcraft-Server. Auch heute soll es wieder um die Eisenbahn gehen. Wir wollen nämlich hier unten unsere Strecke ein bisschen schon mal in Gang bringen. Und dafür wollte ich jetzt eigentlich Schienen legen. Und zwar hier diese verstärkten Schienen. Aber ich habe festgestellt, wir haben gar nicht mehr so viele verstärkte Schienen. Jetzt muss ich gerade mal in unserem System gucken, ob wir die verstärkten Schienen vielleicht... verstärkt, ob wir da vielleicht einfach mal welche bauen lassen können. Vielleicht so 1000 Stück. Geht das? Es fehlt an verstärkter Schiene. Nämlich 48 Stück fehlen davon. 68 Stück fehlen davon. So. Dann müssen wir mal gucken, was für diese verstärkte Schiene alles gebraucht wird. Obsidianstaub. Da müssen wir das vielleicht nochmal einstellen, das Rezept. So, dann müssen wir zu unserem Schablonencomputer, damit der Computer das auch automatisch craften kann. Ich gehe mal in den Flugmodus, weil wir haben in der Zwischenzeit hier ziemlich hier Strecken, die wir überbrücken müssen. Das ist doch schon mal eine zweite Aufnahme, denn es gibt hier so ein kleines Problem. Eben in der Aufnahme war ich schon ziemlich gut vorangekommen. Dann habe ich festgestellt, hier stehen alle Züge. Kann ich mal kurz zeigen. Und da habe ich meine Aufnahme eigentlich schon fast geschmissen, weil nämlich hier, ich habe es nicht auflösen können. Ich wollte dem Harley hier einen Gefallen tun und das so ein bisschen auflösen hier, aber das hat nicht funktioniert. Ich kapiere einfach seine Schaltung hier nicht. Deswegen kümmern wir uns jetzt erstmal um was anderes. Wir gehen jetzt mal zu unserem Schablonencomputer hier. Was ich eben in der Aufnahme auch schon gesagt habe, wir haben ein paar kleine Probleme mit unserem Server, denn hier ruckelt und zuckelt alles. Und wir müssen irgendwie mal rausfinden, woran das liegt, weil eigentlich unserem neuen Server kann es nicht liegen. Wir haben jetzt nochmal aufgerüstet und der müsste eigentlich entsprechend stark sein, damit das nicht mehr passiert, dass es hier so ruckelt und zuckelt. So, jetzt haben wir ja hier diese Stahlbarren hier drin und in der Mitte soll Obsidianstaub gesetzt werden. Jetzt gucken wir mal in unseren Computer, ob hier Obsidianstaub gecraftet werden kann. Nein, kann er nicht. Gut. Dann machen wir das folgendermaßen. Dann machen wir uns zuerst mal hier Obsidian. So, wir brauchen einen Obsidian und der gibt, ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht. Da müssen wir uns erstmal anschauen, wie das so ist, wie viel Obsidian Obsidian gibt. So, wir klicken mal hier drauf und setzen das mal hier drauf. Komm, wir lassen ein paar durchlaufen einfach. Ach, komm, die ganzen Stapel. So, einmal Obsidian ergibt, sehen wir gleich. Einmal Staub, gut. Jetzt muss ich mal gucken, wie viele habe ich denn hier umgerüstet. Zwei Stück habe ich hier auf die Platten umgerüstet. Das gefällt mir hier gerade so nicht. Haben wir hier vielleicht noch die Möglichkeit, dass wir hier noch grobe... brüchige Steine wollte ich da tippen. Brüchige Steine, Steinblöcke, zwei Stück. So, machen wir gerade das Loch hier im Boden zu. Das besteht auch schon seit, glaube ich, 200 Folgen. So, eine gute Tat getan. So, jetzt haben wir hier diese Schnittstellen. Und ich würde vorschlagen, wir setzen einfach ein paar mehr von diesen Schnittstellen. So, hier vier Stück habe ich noch. Und wir lassen, glaube ich, einfach mal 30 Stück craften. Hau rein. Ach komm, wir nehmen nochmal welche mit. Und jetzt nehmen wir uns hier den Scharaubens hier. Gehen hier drauf. Was läuft denn hier automatisch? Aber wir haben doch eine Reihe, die hier sowieso automatisch läuft, oder? Gut, dann machen wir einfach hier, machen wir das Ganze jetzt erstmal, oder war es so? So. Wir machen hier die mal weg. Da ist tatsächlich einer gerade am Arbeiten. Oh, hier sind auch Löcher im Boden. Also wir machen die mal weg. Das ist wieder eine tolle Raycraft-Folge. Es geht gar nicht um Raycraft.
Naja, aber gleich, Leute. Es geht gleich um Railcraft. So, wir setzen jetzt hier erstmal diese ganzen Schnittstellen drauf. So, hätten wir das schon mal umgerüstet. Oh, hier war... das ist natürlich doof. Ich würde sagen, wir sollten hier mindestens mal 50 von den Dingern übrig haben, damit wir das bauen können. Dann müssen wir das hier wieder zurückschrauben. Also der wieder weg. Und wir müssen dann hier nochmal die einsetzen. Denn das ist ganz wichtig. Dann muss hier rein ein Redstone-Dingsbums einmal erweitern. Und ich weiß jetzt nicht mehr, was jetzt hier gecraftet... Achso, doch. Doch, doch, doch. Glowstones. Und zwar ist jetzt gerade immer aktiv. Nee. Aktiv mit Signal. So, jetzt müssen wir uns ein Glowstonechen holen. 200 Stück haben wir noch. Gut. Setzen wir hier rein und sagen ihm, er soll hier das rein transferieren. Wenn hier oben Signal ist, hätten wir jetzt gerade... Warum ist das nicht blau geworden? Das kann gar nicht blau werden, weil wir nämlich hier insgesamt 8 Geräte haben und so haut das gar nicht hin. Wer auch immer das gebaut hat, der hat das nicht bedacht. Ich weiß also auch gar nicht, wofür wir Glowstones gebrauchen können. So, wir wollten aber was anderes machen. Wir wollten jetzt dafür sorgen, dass wir erstmal Schienen bekommen. Für die verstärkten Schienen, da benötigen wir also jetzt Obsidianstaub. Und dafür gucken wir erstmal in den Computer, wie viel Obsidianstaub wir noch haben. Obsidianstaub, 18 Stück. Machen wir mal folgendermaßen. Wir suchen uns nochmal Obsi. Setzen das hier rein. Nehmen uns einen von den Stäuben, setzen den nicht da rein, sondern hier rein. So, einmal Obsidian ergibt einmal Staub. Wir machen davon mal 1, 2, 3, 4, 5 mal Schablonen. Jetzt gehen wir rüber und legen die in unsere neue Anlage. Und jedes Mal, wenn jetzt Obsidianstaub angefragt wird, dann beginnen die hier automatisch Obsidianstaub herzustellen. Ohne, dass wir uns darum kümmern müssen. So, hier liegt schon drin. Hier auch noch. Hier auch noch. Eine viel bessere Methode. Ihr spart dadurch unheimlich viel Material. Jetzt leckt wieder unser Computer. Darf ich wieder? Nee. Jetzt. So, das legen wir noch hier rein. So, und wenn wir jetzt Obsidianstaub brauchen, dann wird der gecraftet. Da wir aber sowieso gerade ganz schön viel Obsidianstaub brauchen und ganz viel Obsidian sowieso im Computer liegt, würde ich vorschlagen, dass wir sowieso gerade mal was hier reinhauen. Obsidian. So. Wir nehmen jetzt einfach mal 5 Stapel. Die haben eh nicht viel zu tun hier. Die können das gerade mal ein bisschen zermahlen. Dann haben wir ein bisschen Vorrat. Später muss ich mich dann nicht mehr darum kümmern. Dann läuft das Ganze automatisch. So. Jetzt gehen wir zu unserem Computer und bringen ihm bei, wie man verstärkte Schienen herstellt. Dafür gehen wir hier hin, nehmen jetzt hier wieder nicht Processing Pattern, sondern wir nehmen hier eine Fertigungsschablone, das werfen wir mal raus. Jetzt suchen wir uns hier Stahlblöcke, davon haben wir 38.000 Stück, dank unserer ja schon sehr industriellen Produktion hier. Die setzen wir in die 1, in die 3, in die 4, in die 6, in die 7 und in die 9. Jetzt suchen wir uns unseren neuen Obsidianstaub, von dem wir jetzt 35 Stück haben. Die setzen wir dann hier in die Mitte. Und ihr seht, es kommt nichts raus. Und ihr seht mich nicht, aber ich bin verblüfft. Verstärkte Schiene. So, ich gucke nochmal nach. So, das verstärkte Schiene. Ach, das kommt in die Walzmaschine. Ach, das kommt in die Walzmaschine. Ach, je. Hoffentlich haben wir die Stahl. So, müssen wir uns ein bisschen was einpacken. Und Obsi-Staub
48 Stück. So, jetzt kommen wir zu dem großen Problem, was ja auch unser Kumpel San Titan immer hat. Wo stehen die Walzmaschinen? Aber ich glaube, ich habe sie gefunden. Ja, ich habe sie gefunden. Ist das nicht toll? Das sieht sogar aus wie so eine Anlage, die das automatisch herstellen soll, oder? Sieht das so aus? Also hier unten kommt schon mal Dings an, bisschen Strom. Die haben auch hier irgendwie eine Verbindung. Und dann würde ich fast vorschlagen, dass wir hier auch alles umrüsten. Ne, alles wäre vielleicht übertrieben. Wir testen mal, ob das geht. Das bin ich mir nämlich nicht ganz so sicher. Wir nehmen mal, hier ist nichts eingestellt, gell? Und da ist auch nichts eingestellt. Gut, dann nehmen wir einfach mal zwei Stück hier weg und setzen jetzt mal hier die drauf. Und testen mal, ob das Ganze funktioniert, indem wir jetzt wieder zurückgehen zu unserer Schablonen-Schnittstelle und mal zwei Schablonen herstellen. So, und zwar... Was war das denn gerade? Warum ist das mir denn in die Hand gesprungen? So, Processing Pattern. Wir legen Obsidianstaub in die 2, in die 5 und in die 8. Wir nehmen uns Stahlblöcke, die legen wir in die 1, in die 3, in die 4, 6, 7 und 8. Super, hier, guck mal, was ich da reingelegt habe. Ich glaube, scheuert. Das Ganze nochmal, aber jeweils nur mit einem. So, und jetzt brauchen wir verstärkte Schienen. Ah ne, hier oben. Verstärkte Schienen. Davon haben wir noch 100, 120 Stück. Jetzt legen wir hier 8 Stück rein. Es gibt nämlich 8 Stück. So, davon machen wir mal 2 Stück. Hier einmal und da nochmal. Jetzt müssen wir unser Material natürlich wieder zurücklegen in den Computer. So ein bisschen Lauferei. Jetzt gehen wir hier rüber und geben unserer neuen Anlage dann den Auftrag, dass sie diese Schienen craften soll. So, einmal da und einmal hier. Und jetzt bin ich gespannt. Hier liegt jetzt nichts drin. Gut, dann testen wir das Ganze mal, indem wir jetzt hier über unsere Konsole einfach sagen, wir wollen jetzt verstärkte Schienen haben. Und zwar soll er uns craften 100 Stück. Das Material wäre da. Los geht's. Und hier drüben wird gecraftet. So theoretisch ja. Praktisch sehe ich keine Bewegung. Ich sehe da keine Bewegung. Aber pass auf, mir fällt gerade was ein. Wir nehmen das hier wieder raus, aus folgendem Grund, damit das halt hier alles auf einem Ding durchläuft und wir sonst, ist hier drüben ein bisschen Baumaterial drin und da ist ein bisschen Baumaterial drin. Das gibt dann Ärger. Jetzt gucken wir mal uns an, warum das, ich habe schon gesehen, hier unten ist kein Strom, oder? Das braucht nämlich hier so einen Spezialstrom und wenn Energie angefordert ist, sollte es eigentlich pumpen. Und jetzt hier pumpt es aber nicht. Warum? Weil die Motoren keine... Die Motoren haben keine Hebel. Glaube ich, dass es da dran liegt. Wir nehmen mal hier Hebel und setzen die mal hin. War es das? Nee, das macht ja eigentlich das Gatter, gell? So, wir nehmen nochmal hier das smaragdene Rohr und setzen einfach mal das da rein und dann lassen wir die einfach laufen.
Ich sehe gar nicht, dass da Energie durchgeht. Also man konnte sonst immer sehen, dass Energie durchgeht. Mal gucken, ob es jetzt läuft. Hier ist auch Energie drin gespeichert. Also daran liegt es gar nicht. So, hier abgeholt wird das Ganze auch hier schön. Ja, was denn los? Haben wir keinen Obsidianstaub mehr oder was? Doch, 142 Stück. Dann feuern wir einfach mal von Hand an Obsi. Mal gucken, ob es geht. Es würde laufen. So, ich habe das auch hier reingelegt. Das ist eine Schiene, ja. Und läuft jetzt noch was nach? Das wird nicht abgeholt hier hinten. Seht ihr das? Wieso wird das nicht abgeholt? Vielleicht war das ja auch nicht in Betrieb, weil wir hier Probleme mit hatten. Das sieht mir so aus, als ob wir hier mit Problemen hatten, dass das irgendwie nicht läuft. Vielleicht habe ich auch hier bei den Walzmaschinen nicht die richtige Reihenfolge benutzt, um das Ganze aufzufüllen. Da müssen wir vielleicht nochmal hier von Hand ein bisschen was nachproduzieren lassen. Wir stopfen die jetzt einfach mal voll mit Zeug. So, wir nehmen uns das gesamte Zeug hier raus und Stahl nehmen wir uns auch nochmal. Stahl. So, es muss ja irgendwie mal weitergehen hier. Und stopfen die voll. Ja, vielleicht machen wir es mit zwei. Dürfen wir hier auch voll. Und den Rest auch. So. Und das hier. So, dann machen wir hier nochmal leer. Aber warum wird das denn nicht abgeholt? Da muss ich mal gucken, ob es da irgendwie eine Reihenfolge gibt. So, wir legen jetzt hier unsere verstärkten Schienen schon mal hier rein. So, wenn jemand weiß, woran das liegt, ob man das vielleicht von einer bestimmten Seite her abziehen muss oder so, dann schreibt mir das doch mal, denn das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Passiert halt, du kannst über Minecraft auch nicht alles wissen. Ja, und jetzt haben wir uns natürlich die ganze Zeit nur damit beschäftigt, hier Schienen zu produzieren, aber das ist ja schon mal eine gute Sache, um jetzt hier in den nächsten Folgen ein bisschen mehr zu schaffen. So, jetzt gehen wir nochmal hier drauf und gucken mal an, wie viele Schienen wir haben. Verstärkte Schienen habe ich jetzt gar keine mehr. Ich hätte gerne 1000 Stück oder 2000. Und da haben wir auch genug für da. Sagt er mir jedenfalls. Verfügbar sind 316. Zu fertigen sind 64. Okay. Dann leg. Oh, das geht ziemlich schnell hier. Da können wir uns vielleicht gleich schon mal welche mitnehmen. Aber wir sind ja immer noch nicht hinten angekommen. Ich wollte ja eigentlich in dieser heutigen Folge ziemlich viel lösen hier mit unserem... Oder ich wollte ziemlich viel hinbekommen. So,
der Weg, der hier nach unten geht, der soll bis später auch mit Schienen belegt werden, aber ich habe noch nicht geguckt, wie das jetzt hier, das ist ja unser altes Tunnelsystem, was wir früher schon auf dem alten Server hatten, und ich weiß nicht mehr genau, wo die Beschleunigungsschienen lagen, ob die hier lagen oder in der Mitte lagen. Das hat nämlich eine bestimmte Reihenfolge, wie wir das legen müssen, damit das funktioniert. Das soll ja auch noch eine Oberleitung hin und solche Sachen. So, aber wir können ja hier unten schon mal gucken, ob wir jetzt hier schon weiter ausbauen können. Ich habe ja hier die Tunnelbohrmaschinen auf ihren Weg geschickt und das Ganze hier, das möchte ich jetzt eigentlich mit euch schon mal ausbauen. Hier ist auch eine TBA unterwegs und die ist super weit gekommen. Was ist los mit dir? Du hast keine Kohle mehr. Ja komm, hier hast du Kohle. War es das gewesen oder was? Nein, ich sehe, woran es liegt. Ja, hier unten, das da stört. Das können die nicht leiden. Die können nicht über die Tunnelbohrmaschinen können nicht über diese Zäune hinwegfahren. So, die musste also jetzt erstmal losdüsen. So, hier ist unser Gang. Jetzt muss man sich das folgendermaßen vorstellen. Vielleicht bauen wir einfach mal so ein kleines Stück hier vorne aus, nämlich mit brüchigen Blöcken. Ausgerechnet diese brüchigen Blöcke verbrauche ich die ganze Zeit. So, eigentlich ist es eine schlechte Idee, weil die brüchigen Blöcke, davon haben wir ziemlich weniger und ich verbrauche die überall. Das ist nämlich auch eine Ressource, die man nicht komplett, also die man nicht immer zur Verfügung hat. Ich lege jetzt aber mal hier so am Anfang, lege ich jetzt schon mal die brüchigen Blöcke aus. So, um euch zu zeigen, wie ich mir das Ganze vorstelle. Und auf der anderen Seite auch. Ist es schon fertig hier? Ja, ist schon fertig. So, wir gehen mal bis wohin? Bis dahin. Also noch einen dran. Stimmt doch irgendwas mit der Höhe nicht. Wieso ist denn das so hoch? Ich hatte mir irgendwas bei der Höhe gedacht, aber ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. So, hier setzen wir nochmal Steine drauf. Warum habe ich denn so hoch gebaut? Das hatte einen Grund. Das hatte einen Grund. Aber das ist halt auch vielleicht der Vorteil davon, dass wir jetzt hier erstmal so ein Stück ausbauen und mal gucken, wie das Ganze aussieht. Dann können wir nämlich vielleicht auch die Fehler in meinem System erkennen. So, das soll ja hier so eine Verbindungslinie werden für zwei Gleisen. Und mal gucken, wie das Ganze aussieht, wenn wir das jetzt hier fertig gebaut haben. So, hier oben könnte jetzt eigentlich, nee, da muss noch ein Stein sitzen. Haben wir denn auch noch Blöcke, ganz normale Blöcke, so Spruchblöcke? Die können wir uns vielleicht hier leihen. Zwei Stapelchen. So. Damit wir jetzt hier nicht übermäßig viele verbrauchen, legen wir uns jetzt hier in die Ecken die brüchigen Blöcke rein. So, hier oben, das kommt wieder weg. Jetzt kommen hier überall brüchige Steine. Da war ein falscher, habt ihr es gesehen? So. Hier muss noch einer rein. Und dann hier drüben. Und habe ich
jetzt hier, nee, ist kein Hohlraum oben drüber, das ist immer schlecht für Monster. Also gut für Monster, aber schlecht für uns, weil dann Monster kommen. So, so würde jetzt der Gang aussehen, wenn er ausgebaut ist. Und das möchte ich eigentlich technisch lösen. Aber ich weiß nicht mehr, warum ich ihn so groß gebaut habe. Weiß ich echt nicht mehr. So, haben wir irgendwas Leuchtendes dabei? Außer dem einen Glowstone. Dann setzen wir den mal dahin, dass wir was sehen. So, die Schienen sollen später dann hier entlang gehen. Ich lege jetzt einfach mal welche hin. So. Und hier. Die kommen wieder weg. Also hier soll es zwei Gleise geben und das machen wir nachher mit dem Schienenwagen, der soll hier drüber fahren und soll uns die ganzen Gleise, dann soll das Gleisbett ändern, nämlich da kommt Kies unten drunter und ich weiß nicht, rechts und links haben wir glaube ich auch jetzt so ein System, was wir da auslegen. So soll das Ganze aussehen. Jetzt müssen wir uns hier nur ein System überlegen, wie das Ganze hier ausgebaut wird. Warum hatte ich das so groß gebaut? Das ist voll die Verschwendung. Es würde ja vollkommen ausreichen, wenn es irgendwie nur 4 hoch wäre. Das würde ja ausreichen, um eine schöne Bahn zu bauen. Vielleicht tun wir das auch nochmal weniger machen. Oder hatte ich da irgendwie schon eine Technik für? Ich glaube, ich hatte oben Platz gelassen für Technik. Ich glaube, das war es gewesen. Jedenfalls sollen jetzt hier neben irgendwie die ganzen Steine aufgebaut werden und das würde ich gerne mit einem Turtle machen. Also ich würde gerne Turtle darauf programmieren, dass sie hier rückwärts laufen und diese Steinblöcke hier setzen. Das Problem ist, wir haben natürlich nur ganz wenige von diesen brüchigen Blöcken. Da müssen wir uns nochmal welche besorgen. Und hier soll es dann zwei Gleise geben, die bis hinten hindurchlaufen. Und das machen wir dann in der nächsten Folge. Da tun wir dann hier schon mal eine Lokomotive draufsetzen, die uns schon mal die Gleise hier verlegt. Auf beiden Schienen, auf beiden Strecken. Und dann gucken wir mal an, wo wir hinten rauskommen. Also ich würde sagen, wir bauen hier erstmal so eine kleine Versorgungsstation. Die Züge sollen hier entlang fahren und sollen überall das Gleisbett tauschen. Und wenn die kein Material mehr haben, dann fahren die halt einmal rum, kommen hier wieder zurück und werden hier vorne neu beladen. Das muss der Harle mir mal sagen, wie das geht, was wir da alles brauchen. Und dann sollen die hier neues Material tanken und mit dem neuen Material sollen sie dann wieder rumfahren und, das Ganze dann so lange machen, bis das Gleisbett auf der gesamten Strecke verlegt ist. In der nächsten Folge werde ich aber trotzdem zwei Züge fahren, nämlich hier und hier, damit wir erstmal bis nach hinten hindurchkommen und schon mal so ein Gleissystem hier haben. Wir lassen allerdings auch gleich diese verstärkten Gleise laufen, also lassen wir gleich verlegen. Und ich sage dann mal Tschüss bis zur nächsten Folge und hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Ihr könnt mir gerne irgendwelche Hinweise oder ja, Kommentare schreiben, damit ich vielleicht neue Ideen bekomme. Oder ihr könnt mir sagen, was euch nicht gefallen hat. Und dann, ich gehe da drauf ein. So, da oben ist wieder mein Lieblingsmenü. Ich mag das ja gar nicht, wenn diese Karte auftaucht. Jetzt habe ich auch herausgefunden, wo ich das kommt, wenn ich hier unten das Menü wegschalte für meine Screenshots, dann kommt diese blöde Karte. Ich mag ja eigentlich die neue Karte, aber so ein bisschen nerven tust du dann doch schon. Ich habe nämlich schon wieder vergessen, wo die Taste ist. Jetzt ist es weg. Das ist ja sowas von merkwürdig. Liebe Leute, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao.